Heute gibt es mal 5 sanige 1-Million-Squads. Ich hoffe natürlich, irgendein Team ist dabei, was dir gefällt. Wir fangen direkt mal an. Viel Spaß. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute zur nächsten. Ich bewerte eure Teams-Episode, denn ich habe ja natürlich in der letzten Folge wieder abstimmen lassen. Was wollt ihr als nächstes sehen? Und da waren über 1400 Abstimmungen und ganz klar ist Gewinner die 1-Million-Squads. Und deswegen habe ich heute uns mal 5 Sachen rausgesucht oder 5 Teams rausgesucht, die extrem gut aussehen. Natürlich ist es immer wieder zu sagen, beim 1-Million-Team, da überschneiden sich sehr, sehr viele Spieler. Da gibt es auch nicht mehr so viel zu verbessern, weil diejenigen, die dann 1 Million Coins haben, eigentlich ein bisschen Ahnung vom Traden haben oder ein bisschen Ahnung auch vom Food haben. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass 5 Teams, die jetzt hier dabei sind, für euch nicht ganz so schlecht sind. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ich würde sagen, so 1500 Likes. Easy Try für die Smaxi Army, ja, das habe ich so auf jeden Fall gehört. Des Weiteren, falls du mich unterstützen möchtest, kannst du sehr, sehr gerne unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu MMOGA. Könnt ihr sehr, sehr gerne mich unterstützen bei einem Kauf über meinen Link, das würde mich riesig freuen. Und natürlich, wer es noch nicht getan hat, Smaxi Army abonnieren, beitreten. 100.000 Abonnenten sind nicht mehr weit. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir starten rein mit Team Nummer 1. Wir fangen an mit dem ersten Team und zwar kommt das von Phil Cook und er hat geschrieben: Hey Chris, hier mal mein Team. Als Backup habe ich noch Karechma aus Liga, SBC, Werner und Gelson Martin. Spiele mit dem Gedanken, Lewandowski als ZOM zu machen und Werner von Anfang an spielen zu lassen. Was hältst du davon? Liebe Grüße, Phil. Phil, liebe Grüße gehen natürlich zurück. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Falls du dein Team noch einsenden möchtest, unten in der Videobeschreibung gibt es natürlich den Link zu der E-Mail-Adresse. Schreibt in den Betreff Budget, wie viel euer Team gekostet hat und so weiter und so fort. Und die Wünsche natürlich gerne unten in die E-Mail mit rein. Wir gehen direkt mal rein in das Team. Er hat Ter Stegen im Tor, rechts Semedo, daneben Umtiti, Boateng und Alaba. Überragende Viererkette, ja, braucht wohl auf jeden Fall nichts weiter sagen. Hier könnte man vielleicht noch Varane hinstellen, aber dann wird es von der Chemie wegen Semedo leider nicht aufgehen. Deswegen mit Umtiti eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Wir haben Vidal im zentral-defensiven Mittelfeld, der unfassbar stark ist. Links Bruma, wants to watch. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch bessere Alternativen, aber auf jeden Fall auch nicht ganz so schlecht. Rechts haben wir Yarmolenko in Form. Und der ist natürlich unfassbar geil, ja, der hat unfassbar gute Werte. Ganz vorne haben wir dann Bebu, der in Form von Hannover 96 als zentral-offensive Maschine. Ganz vorne drinnen die zwei besten Stürmer aus der Bundesliga, Aubameyang und Lewandowski. Und ich weiß nicht, ob du Hannover-Fan bist, aber Bebu, der macht da im zentral-offensiven Mittelfeld überhaupt keinen Sinn. Du hast natürlich schon eine Möglichkeit genannt, indem du Lewandowski ins zentral-offensive Mittelfeld stellst und dann Werner vorne in den Sturm, aber ich habe dir hier mal 4 Alternativen rausgesucht, die du nehmen könntest. Und zwar einmal Forsberg, der relativ billig ist. Da haben wir Tolisso und Goretzka für ganz, ganz, für mittleren Preisrahmen, nicht für ganz, ganz billig. Wie gesagt, Tolisso, Goretzka, mittlerer Preisrahmen und ganz vorne im zentral-offensiven Mittelfeld könnte auch Thiago stehen, der dann natürlich ein bisschen teurer ist. Aber ich denke, alle 4 Spieler sind eine bessere Alternative als Bebu. Denn Bebu, nee, der passt irgendwie nicht ins zentral-offensive Mittelfeld rein. Wenn er für dich passt, wenn er dir gefällt, kannst du ihn sehr, sehr gerne lassen. Aber da würde ich definitiv was ändern. Aber sonst sieht das ganz knackig aus. Ihr könnt es natürlich noch Reus zum Beispiel links hinstellen. Das geht natürlich auch klar. Oder Brand in Form. Und wenn ihr was ändern würdet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das zweite Team kommt von Lias. Und er hat geschrieben: Hey Smaxi, dieses Team ist einfach nur so krass. Ingame stelle ich auf 4-2-3-1 breit um. Und mit Griezmann auf der 10. Mein Budget liegt bei 100 bis 150.000 Münzen, kannst es aber auch gerne überschreiten. Lias, mein Lieber, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Wir gehen direkt mal rein ins Team und da haben wir Navas im Tor, Varane und Marcelo. Eine absolut beliebte Combo, wie ich so gemerkt habe bei den ganzen Einsendungen. Benatia, Lichtsteiner in Form haben wir dann auf der rechten Seite. Lichtsteiner geht klar, gibt aber auf jeden Fall auch bessere Rechtsverteidiger. Meiner Meinung nach aber erst im High-Rated. Hat eigentlich auch ganz solide Werte, deswegen geht das fit. Dann im zentral-defensiven Mittelfeld oder allgemein im zentralen Mittelfeld haben wir dann Matuidi, Kanté und Griezmann. Ist Martial, Alessandrini in Form, absolut starker Spieler und Lacazette.
vorne im Sturm und da du ja umstellst, finde ich, da ist eigentlich eine sehr, sehr gute Variante, denn mit Kanté und Matuidi hast du zwei ZDMs, die unglaublich stark sind, du hast zwei Außen, die sehr, sehr schnell sind, einen Zehner mit Griezmann, der sehr geil ist und ganz vorne drin Lacazette, den zwar nicht ganz so viele spielen, aber trotzdem echt extrem gut abgeht. Ich habe ihn ja ganz am Anfang auch selber gespielt. Das Einzige, was ich ändern würde, wenn du die Coins hast, würde ich Giorgio Chiellini noch hinten mit reinstellen für Benatia. Meiner Meinung nach nochmal ein Stück weit besser. Du siehst schon, Chiellini bis auf das Tempo, was gleich ist, in allen Werten deutlich besser, bis auf das Dribbling. Das ist jetzt aber auch nicht ganz so wichtig als Innenverteidiger. Workrates haben wir hier gering hoch, Arbeitsraten. Benatia hat mittelhoch. Geht vielleicht auch nochmal fit, weil Varane hat noch mittelhoch. Ja, also kannst du dir eigentlich relativ raussuchen. Aber ich denke, auf jeden Fall bist du mit Chiellini da besser aufgehoben. Ihr habt die Möglichkeit natürlich wieder abzustimmen, welche 5 Teams mit was für einer bestimmten Sequenz oder bestimmten Kategorie wollen wir als nächstes machen. Schreibt es dann gerne in die Kommentare oder stimmt oben in der Infobox ab. Weiter machen wir mit Team Nummer 3 und das kommt von Erik. Und er hat geschrieben, hey Smaxi, würde mich freuen, wenn du mein Team bewerten würdest, welches nur dank deiner Trading-Tipps schon so OP ist. Vielen, vielen Dank dafür. Es liegt, wie schon oben geschrieben, bei 900.000 bis 1 Million. Bale ist ein untauschbarer First Owner und ihn und Groß würde ich gerne behalten. Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen. Ich habe noch 20k Budget. Auf der Bank habe ich noch Once to Watch Jarmolenko und so weiter. Bild 2 und 3 kannst du ja ansehen, wenn du Lust hast. PS, mein Name muss nicht verheimlicht werden, falls du das Team bewertest. Gruß, Erik. Erik, liebe Grüße gehen natürlich zurück. Auch hier wieder ein richtig, richtig sattes Team, ein richtig gutes Team. Wir haben Fährmann im Tor. Rechts den Second-Inform von Kimmich, der auch immer wieder richtig gut aussieht. Wenn er irgendwann mal bei über 80 Tempo ist, Halleluja, was wird er dann für Werte haben? Hummels in der Innenverteidigung, wir haben Boateng und Alaba links auf der Seite, Goretzka im zentralen Mittelfeld, daneben Kroos, Khedira, absolut geiler Spieler, Scream-Karte, wird wahrscheinlich auch nicht ganz so oft einen Inform bekommen, war ja letztes Jahr eigentlich genauso. Rechts haben wir dann Bale, links haben wir Draxler und ganz vorne drin Timo Werner. Und eigentlich ist das Team unfassbar stark. Ja, also es gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast einen guten Passgeber mit Groß, du hast eine Abräumung mit Khedira, einen Allrounder mit Goretzka. Vorne drin bist du schnell unterwegs. Abwehr ist auf jeden Fall genauso solide, aber Draxler gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen würde ich an deiner Stelle Jarmolenko Wants to Watch verkaufen und dafür dann Marco Reus vorne reinstellen. Liegt einfach daran, dass man natürlich auch andere Spieler als Super Sub verwenden kann, wie zum Beispiel Alessandrini in Form, wie zum Beispiel Salah, Mané, meinetwegen auch Sané oder Martial oder. Da kannst du auf jeden Fall ein bisschen Budget sparen. Aber Marco Reus muss sein. Draxler gehört hier meiner Meinung nach nicht ins Team rein. Deswegen Draxler, vielleicht auch mit der günstigen Variante von Brand in Form. Aber da muss auf jeden Fall was getan werden. Jetzt gehen wir zum vorletzten Team. Und zwar gehen wir da über zu Johannes. Und Johannes hat geschrieben, hi Smaxi, in-game stelle ich auf 4-1-2-1-2 die zweite um Martial ins ZOM. Ich habe ca. 100k über. Eigentlich finde ich das Team so wie es ist sehr gut, aber ich bin für andere Meinungen offen. Also wenn du eine Verbesserung hast, dann sollte sie, wenn möglich, das NLW nicht zerstören, weil ich einen NLW-Fetisch habe. Mach weiter so und bleib wie du bist. Team findest du im Anhang. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einsendung. Wir gehen mal rein. Ederson im Tor, Mangala in der Innenverteidigung, daneben Varane. Rechts Dani Alves, links Marcelo. Es ist eine NRW und deswegen sieht es alleine schon sehr, sehr gut aus. Wir haben Di Maria rechts, links Martial im Zentralen, haben wir Matuidi und Bakayoko. Des Weiteren Dybala und Aguero vorne im Sturm. Man muss aber dazu sagen, mein Lieber. Oh ja, doch, das ist NRW. Ich wollte schon sagen, Aguero bringt ja gar keinen grünen Link zu Dybala. Das Einzige, was du noch ändern könntest, ja, wäre wirklich nur Kanté hier reinzustellen. Sonst finde ich das extrem gut. Bakayoko ist extrem stark, muss ich wirklich sagen. Also da hast du auf jeden Fall ein richtig gutes Team aufgebaut. NRW ist es dazu auch noch. Und das sieht natürlich unfassbar sick aus mit den ganzen verschiedenen Links. Mangala musst du leider drin haben für Matuidi. Da gibt es, glaube ich, keine andere Version, die man machen könnte. Deswegen muss ich wirklich sagen, ich bin zufrieden mit dem Team. Du kannst zufrieden sein mit dem Team und deswegen gibt es dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde hier nichts weiter ändern. Team Nummer 4 für den Johannes. Wer das Budget übrig hat, kann sich sehr, sehr gerne nachbauen. Und das letzte Team, was wir haben, kommt von Timmy und hat geschrieben, Hazard ist untradable. Herrera kommt direkt gleich rein als rechter zentraler Mittelfeldspieler und Hazard wird mit Martial sofort getauscht. In der 45. bis 60. Minute wechselt er Sanchez für Bakayoko ein und Musa für Martial, Dembele oder Hazard. Gehen wir direkt mal rein. Vielen, vielen Dank, Timmy, für deine Einsendung. Wir schauen uns mal das Team an und auch das
ist natürlich wieder mit der Version Marcelo und Varane bestückt. Des Weiteren haben wir De Gea am Tor, der unglaublich stark ist. Wir haben Bailly und Valencia auf der anderen Seite. Das Man United Dreieck geht auf jeden Fall fit. Capoue hast du reingestellt, dass Dembele natürlich auf Full Cam kommt. Deswegen geht das auf jeden Fall fit. Wenn du Herrera da reinstellst, geht das auch klar. Man könnte natürlich statt Herrera irgendwann Pogba wählen. Weil wenn du Pogba wählst, dann würde das auch so perfekt funktionieren, wenn du irgendwann mal die Coins übrig hast. Wir haben den 86er Isco weiterhin im zentralen Mittelfeld. Dann den Abräumer Bakayoko, Martial, Hazard und Dembele. Pace, aber überragendes Dreieck dort vorne drinne. Wenn sich natürlich Martial mit 7 Chemie gut spielen lässt, würde ich ihn auf jeden Fall da vorne lassen. Sonst könntest du zum Beispiel Mbappé irgendwann noch kaufen. Aber sonst gefällt mir das Team richtig gut. Wenn du Mbappé kaufst, müsst du natürlich Hazard rausnehmen und Martial dann links hinstellen. Das sollte, denke ich mal, klar sein. Aber sonst gefällt mir das Team auch richtig gut. Was du noch machen könntest, wie gesagt, Pogba hier reinstellen, Kanté könntest du machen, irgendwann mal, wenn die Zeit gekommen ist, und dann meiner Meinung nach, vielleicht statt Modric, würde ich vielleicht noch, statt Isco würde ich noch Modric hinstellen, und ich denke, damit fährst du auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Weekend League und kannst damit auf jeden Fall ganz gut das Ding rocken. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt zu den einzelnen Teams, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, damit die 5 sich das auch angucken können, damit andere vielleicht das Team nachbauen können mit euren Verbesserungsvorschlägen. Und damit bin ich raus. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe natürlich, ihr hattet einen schönen Tag. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Morgen wird es übrigens nur ein Video geben, weil morgen wieder Spieltag ist. Im Spieltag immer, am Spieltagstag, ja, wenn ich selber Fußball spiele, kommt ja immer nur ein Video, um einfach dahingehend auch dann mal nach dem morgendlichen Video eine Pause zu haben, wenigstens einen Tag, ja, 13 Videos in 7 Tagen, geht, denke ich mal, fit. Vielen, vielen Dank für euren Support, ihr seid absolut heftig, was ihr zurzeit abreißt. Wenn wir im Übrigen bis zum 24. November die 99.000 Abonnenten knacken werden, ne, wird was ganz, ganz Großes an dem Wochenende auf euch zukommen, aber es sei noch nicht zu viel verraten. Werden wir schauen, ob wir das schaffen. Du kannst dazu beitragen, einfach abonnieren. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.